Der Storch macht den Abflug. Nach 21 Jahren Spitzenbasketball, vor allem in Hagen, wird Bernd Krul völlig zu Recht spektakulär am Ischelland abgefeiert. Eine Hagener Basketballlegende tritt ab. Bernd, was ein emotionaler Abend hier. Kannst du das überhaupt schon in Worte fassen? Ja klar. Kein Wort zu viel und jedes auf den Punkt. Auch das ist der Storch. Und nicht nur ihm fehlen schon vor dem Spiel gegen Ulm die Worte. Wunderschöne, atemberaubende Choreo der Phoenix-Fans. Einfach nur wow. Einfach nur cool. Was für ein dickes Dankeschön für Hagen Center. Ach ja, ein Basketballspiel ist da ja auch noch zu spielen. Für beide Teams sogar ein sehr wichtiges. Für die Ulmer, um sich einen möglichst guten Platz für die Playoffs zu sichern. Für Phoenix, um die Chance auf die Playoffs überhaupt zu wahren. Der Storch in der Starting Five lässt leider ein paar Punkte liegen. Dafür legen die Ulmer los wie die berühmte Feuerwehr. Zum Beispiel Nankeville mit seinem Alley-Oop-Doppelpack. Schnell ist Phoenix 8 Punkte tief und muss dringend eine Reaktion zeigen, um dran zu bleiben. Keith Ramsey macht das eindrucksvoll und auch Fabian Black macht ein ganz starkes Spiel mit ganz wichtigen Punkten. Der Kapitän, sowieso David Bell, insgesamt 29 Punkte. Einmal mehr der Kapitän, Topscorer. Ganz unglücklich läuft es für den Ulmer Guard Cameron Long. Nach 9 Minuten ist für ihn das Spiel zu Ende. Bänderverletzung im Sprunggelenk, von hier aus gute Besserung. Knappe 3 Punkte Führung zum Ende von Viertel 1. Bei den Ulmern ist jetzt Edgar Sosa immer öfter der Mann für die Punkte. Er läuft richtig heiß. Phoenix findet da kaum ein Mittel. Auch Adam Hess erinnert an seine Qualitäten, die den Hagener Fans früher mal mehr Spaß gemacht haben, als er noch in Blau-Gelb unterwegs war. In dieser Phase gibt es auch Knies mit den Schiedsrichtern. Ein paar zumindest seltsame Entscheidungen gefallen Coach Ingo Freier mal so überhaupt nicht. Das Team lässt sich davon aber nicht beeindrucken. David Bell steuert weitere Punkte bei. Und kurz drauf ist es Bernd Krul, der zum 40-40 ausgleicht. Bis zur Pause bleibt das Spiel ausgeglichen, mit leichtem Vorteil für Hagen, 50-48. Wir haben heute über weite Strecken keine gute Leistung gezeigt. Defensiv war ich nur mit dem dritten Viertel zufrieden und Anfänge des vierten Viertels. Ja, aber wie gesagt, mit einem guten defensiven Viertel gegen eine gute Hagener Mannschaft ist es schwer zu gewinnen. Vor allem, wenn 7 von 11 Dreiern sitzen und alle 11 Freiwürfe auch. Allerdings läuft es im dritten Viertel auf Hagener Seite erstmal unrund. Herr Günther zeigt jetzt, wie man straight zum Korb zieht und das Ding locker eintütet. Auch das Auge für den Mitspieler. Eine der großen Qualitäten des Hageners im Ulmer Trikot. Es ist Fabian Black, der mit seinem Dreier Phoenix wieder wacher macht. Bei Ulm sammelt Adam Hess weiter Punkte. Sein Team kann sich ein bisschen absetzen. Ein weiterer staubtrockener Dreier von Fabian Black sorgt mit dem Horn für das 65-68. Eine machbare Sache für die letzten 10 Minuten. Jeder kann sich empfehlen beim Training und dann zeigen, ob er das auch umsetzen kann im Spiel. Und die beiden haben
heute zu Recht so viel gespielt und haben auch gut gespielt. Die jungen Spieler entwickeln sich gut bei uns. Definitiv. Kleines Schmankerl am Rande. Die meisten Youngster im Hagener Team waren noch nicht mal auf der Welt. Da machte Bernd Krul die ersten Schritte in Liga 1. Aber rein ins letzte Viertel. David Bell für 3. Und wenig später Henry Dugard, der auf einmal da ist und mit seinen Punkten Phoenix auf die Siegerstraße bringt. Ja, das war natürlich großer Sport von Henry. Das hat uns natürlich auch sehr geholfen, um danach dann auch Freiwürfe zu bekommen. Und es geht gleich weiter. Es folgt ein weiterer Big Shot von Henry Dugard. Gerne hätte man mehr davon gesehen in dieser Saison. Hier zeigt er, was er drauf hat. Und dann kommt der Storch nochmal für ganz starke Schlusssekunden. Leitet den Ball schnell zu Larry Gordon weiter, der für Keith Ramsay auflegt. Der Rest ist dann einfach nur geil. Super Geste der Ulmer, die Bernd Krul einen formschönen letzten Dank ermöglichen und er damit den I-Punkt auf ein ganz starkes Spiel setzt. Am Ischeland wird gefeiert. Ganz wichtiger Abend für uns alle. Wir wollten dieses Spiel für Storch gewinnen, sein letztes Heimspiel oder vielleicht sein letztes Heimspiel. Wir wussten, dass es viel Energie braucht, dass das Publikum sehr viel Energie bringt und die haben wir direkt gespürt, als wir hier reinkamen, auch als wir noch gar nicht umgezogen waren. Hagen ist eine sehr gute Mannschaft und sie brauchen 3 Siege und sie haben sehr gut gespielt und sie haben das Sieg verdient. Ich bin stolz auf Storch. Er ist ein sehr guter Kumpel. Ein Freund, ein Mentor und alle lieben Storch. Jedes Mal, wenn man was nicht Passendes gemacht hat, kam er zu einem, hat ihm gesagt, wie man es besser machen soll. Aber auf eine nette Art und Weise, nicht, dass man sich irgendwie angegriffen gefühlt hat. Ist einfach ein geiler Typ. Bernd, was ein emotionaler Abend hier. Kannst du das überhaupt schon in Worte fassen? Ja klar. Ja, war ein sehr schöner Abend, glaube ich. Ein spannender Abend, ein wichtiger Abend. Für mich auch ein Abend, der in Erinnerung bleibt. Viele bekannte Gesichter waren hier, viele Freunde, Familie. Die haben sich, glaube ich, mitgefreut mit der Mannschaft und mit mir. Und war Hammer. Ja, eine riesen Choreo am Anfang des Spiels. Was sagst du dazu? Fand ich nicht so schön. Nee, natürlich Hammer. Also da habt ihr den Jungs gerade schon ein Kompliment ausgesprochen, dass sie regelmäßig tolle Sachen auf die Beine stellen. Und das war natürlich oberkrass. Die wollten mir schon die ganzen Decken mitgeben, aber da wäre mir, glaube ich, meine Frau an den Hals gesprungen. Ist ja immer noch möglich, dass ihr vielleicht noch mal in die Playoffs rutschen könntet. Ja. Dann wäre das ja alles heute schon zu früh gewesen. Ja, nö. Im Feiern ist es nie zu früh. Feiern kann man immer. Und diese ganz besondere Feier der Phoenix-Familie geht noch lange weiter an diesem ganz besonderen Abend. Der Storch im Mittelpunkt, seine eindrucksvolle Karriere vom Jungspund im Dress von Brandhagen über viele Erfolge in Hagen, Frankfurt und Bonn bis hin zu einem der ganz wichtigen Leader im aktuellen Team von Phoenix Hagen. Die 15 ist ab sofort gesperrt, wird nicht mehr vergeben. Das Trikot hängt jetzt neben dem von Matthias Grote unter der Decke der NRW Arena. Danke, Bernd Krul. Danke, Storch.